4 Stunden allein im Spielzeugladen. Ich bin Alex. Und ich bin Robin. Zusammen sind wir das Videoteam von der AXA Schweiz. Von unserem Chef haben wir den Auftrag bekommen, ein schönes Weihnachtsvideo zu machen. So mit Glühwein und Schnee und fröhlichen Gesichtern. Und genau das haben wir dann nicht gemacht. Wir wollen nicht schon wieder einfach irgendeinen Imagefilm drehen. Darum sind wir mutig und haben, ohne ihm etwas zu sagen, etwas komplett anderes gemacht. Wir sind losgegangen und haben in Zusammenarbeit mit dem Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten für 4 Familien ein unvergessliches Erlebnis geschaffen. Einmal alleine im Spielzeugladen sein und alles können aufmachen und mit allem können spielen, was sie wollen. Und das ist dann dabei rausgekommen. Neil ist mein ältester Sohn, ist 9-jährig, gesund auf die Welt gekommen, mit 6 Monaten die ersten epileptischen Anfall gehabt und gilt jetzt als schwerer Epileptiker mit einem Entwicklungsrückstand. Das gehört auch zu den Autisten. Neil ist ein ganz sonniges Gemüt, sehr zufrieden, glaube ich, in seinem Leben. Man kann auch Kontakt aufnehmen mit anderen Leuten, weil er einfach mit seiner Mimik und seiner Herzlichkeit relativ schnell mal dazu kommt, zu der Person findet. Noemi, sie ist 2,5 Jahre alt, hat einen seltenen Gendefekt, der heisst Neurofibromatose. Der Gendefekt bildet häufig auf den Nervenbahnen Tumoren. Und sie hat jetzt einen Hirntumor, ja, der schon 2 cm groß ist und muss jetzt Chemotherapie machen. Sie hat wirklich viel durchgemacht und trotzdem, sie lacht immer. Sie ist mega fröhlich und mega kampfwillig, ja. Leonie, die ist 8 Jahre alt, Melina ist 4 Jahre alt und sie haben eine seltene Form von Muskelschwund. Ja, sie haben es von mir geerbt, ich selber habe es auch. Es gibt natürlich Situationen in Schule und Kinski, wo sie merken, sie können nicht wie die anderen. Aber wir probieren halt dann einfach ihnen zu zeigen, was sie können, was sie gut machen. Also ich wünsche mir, dass einfach der Verlauf nicht allzu schnell vorwärts geht, dass es mehr oder weniger noch lange stabil bleibt. Attila hat zuerst Kleinwuchs, das ist eine genetische Krankheit. Und ein zweites Geburtsgebrechen ist Autismus. Also er redet nicht, er hat nur ein paar Wörter. Er wünscht sich eher ein bisschen autismusfreundliche Welt, weniger Stress. Ich möchte einfach, dass die Leute auch wissen, dass Autisten existieren. Und das ist eben nicht Schlechterzogenheit oder Verwöhnheit, sondern eine psychische Krankheit, was existiert. Sehen, wie die Kinder Freude haben und lachen können. Das ist für uns Weihnachten.